Die meisten, die nun auf dieses Video geklickt haben, werden gerade aktuell Probleme mit der sogenannten Kammhaut haben oder sind einfach nur neugierig. Im heutigen Video zeige ich euch drei Arten, wie man eine Kammhaut einfach mechanisch entfernen kann. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, bitte ich euch einfach mal kurz auf Abonnieren zu klicken, um kein Video mehr zu verpassen. Um das Problem zu lösen, muss man auch einmal verstehen, was überhaupt eine Kammhaut ist. Unter einer Kammhaut versteht man einen sichtbaren Film aus Mikroorganismen oder Staub, die sich am Übergang von E-Mersen zur Submersenzone bildet. Grundsätzlich handelt es sich hier um ein optisches Problem, das aber in vereinzelten Fällen auch gefährlich werden kann, da durch eine verschlossene Oberfläche kein Gasaustausch mehr stattfindet. Dies kann zu einer Vergiftung führen, da die schädlichen Gase nicht aus dem Aquarium befördert werden können. In meinem Fall hier habe ich die Kammhaut in meinem Juwel Rio 125. Das Becken ist nach ca. 6 Monaten eingefahren und ich hatte eigentlich noch nie irgendwelche Probleme. Aber vor ca. 2 Wochen ist diese Kammhaut entstanden, die ich einfach nicht in den Griff bekommen habe. Darum habe ich mich nun auf die Suche nach Lösungen gemacht und etwas recherchiert. Als erstes, wenn man das Wort Kammhaut googelt oder in Foren fragt, bekommt man immer als Antwort, du hast zu wenig Oberflächenbewegung. Also habe ich den Auslass von meinem Bioflow nach oben gestellt und habe abgewartet. Nach ein paar Stunden habe ich dann wieder nachgesehen und musste feststellen, das hat leider nicht recht viel gebracht. Ich bitte euch dies trotzdem aber mal zu probieren, da diese Methode auch wirklich oft helfen kann. Als nächstes habe ich mir dann gedacht, vielleicht habe ich einfach zu wenig Leistung durch die Pumpe. Aus diesem Grund habe ich dann meine EcoFlow-Pumpe ausgebaut und den Impeller und die Pumpe gereinigt. Das Video dazu kennt ihr ja schon und für alle, die es noch nicht kennen, habe ich es nun rechts oben eingeblendet. Also, Pumpe gereinigt, wieder eingebaut, abgewartet und leider auch diesmal keine Verbesserung. Darum habe ich weiter recherchiert und bin auf den Tipp mit dem Küchenpapier gekommen. Hier gibt es ein paar Sachen zu beachten. Bitte verwendet nur Küchenpapier oder ein Taschentuch ohne Duftstoffe, da sich Toilettenpapier sehr oft schnell auflöst. Wer das noch nicht wusste, den zeige ich nun kurz einen Test dazu. In diesem Test testen wir nun drei Utensilien, die jeder zu Hause hat und eventuell schon einmal für eine Aquariumpflege in Erwägung gezogen hat. Zuerst Toilettenpapier. Dreilagig ohne Zusatzstoffe wie Kamille oder sonstige Dinge, die kein Mensch braucht. Man sieht schon von der Struktur her, dass Toilettenpapier einfach ein bisschen dünner ist. Als nächstes habe ich Nonim-Taschentücher aus dem Discounter. Auch diese sind mehrlagig und werden dann noch getestet. Wichtig ist auch hier auf Taschentücher mit Zusatzstoffen zu verzichten. Unser Kandidat Nummer 3 ist das Küchenpapier. Man sieht schon an der Struktur, dass es etwas robuster gebaut ist und wie man es aus vielen Einsätzen aus der Küche kennt, sollte es auch ziemlich reißfest sein. Ob es das nun auch wirklich ist, wird der Test im Wasser zeigen. Hierzu habe ich wieder mal eine Schüssel mit Wasser vorbereitet, in diese nun nach und nach die einzelnen Testobjekte reinkommen werden. Zuerst kommt das Küchenpapier zum Einsatz. Da dies ein bisschen groß für die Schüssel ist, wird es zuerst ein bisschen kleiner geschnitten, da wir zu dem Test wirklich nur ein kleines Stück benötigen. Dieses geben wir nun in das Wasser und lassen es kurz einweichen. Nun rühren wir mit einer Gabel ein bisschen um und sehen, dass das Küchenpapier nicht wirklich davon beeindruckt ist. Wenn man es dann herausgibt, sieht man, dass es sich nicht wirklich aufgelöst hat. Fazit, das Küchenpapier hat den Test bestanden. Als zweites wird nun das Papiertaschentuch in Form geschnitten und in die Schüssel gegeben. Nach kurzer Einweichzeit und anschließendem Umrühren mit der Gabel sieht man auch hier wieder das gleiche Ergebnis wie beim Küchenpapier. Es hat sich nicht wirklich aufgelöst und ist in der Form noch ziemlich gleich. Also auch hier das Fazit, Test bestanden. Nun machen wir auch den Test mit dem Toilettenpapier. Zuerst geben wir das erste Blatt in das Wasser und rühren wieder etwas um. Und siehe da, die Stücke lösen sich auf. Auch das zweite Stück Toilettenpapier löst sich innerhalb von wenigen Sekunden auf. Wie man sehr gut sehen kann, ist das Papier nun in die Bestandteile aufgelöst. Das ist ja auch der gewünschte Effekt von Toilettenpapier, da die Kanalisation ja sonst durchgehend verstopft wäre. Darum mein Appell an euch, bitte werft nur Toilettenpapier in die Toiletten und keine Feuchttücher oder Küchenpapier, dass sich diese nicht selbstständig auflösen und die Pumpwerke verstopfen können. Dies stellt eure Gemeinde oder eure Stadt oft vor sehr große Probleme. Aber nun zurück zum Aquarium. Wir versuchen nun mit dem Küchenpapier die Kammhaut zu entfernen und dazu legen wir mal das Blatt einfach auf die Oberfläche und ziehen es wieder ab. Durch die Saugkraft haftet die Kammhaut am Papier fest und kann anschließend im Hausmüll entsorgt werden. In einem kleinen Becken geht das natürlich viel schneller und muss nicht so oft wiederholt werden. In unserem Fall dauert das schon ein bisschen länger und es wird geraten, dass man kurz zusammenhilft, damit jemand anders die Beleuchtung hochheben kann. Wie man zuerst im Test gesehen hat, kann man für diese Methode auch Taschentücher verwenden. Nach ca. 2-3 Minuten war dann die Oberfläche meines Beckens wieder vollkommen von der Kammhaut befreit. Aber da es sich hier um eine mechanische Entfernung handelt und mir die Ursache zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, kam die Kammhaut leider nach ein paar Tagen wieder. Darum habe ich diesmal zu einer anderen Methode gegriffen. Ich habe mir den Juwel EcoSkin bestellt, da man mit einem Oberflächensauger ja genau dieses Problem lösen kann. Nach ein paar Tagen wurde er mir dann geliefert.
Mit 4,4 Watt braucht dieser Skimmer nicht recht viel Strom und die 300 Liter pro Stunde sollten eigentlich leicht ausreichen. Aber ich habe sowieso geplant, den Skimmer nicht 24 Stunden am Tag laufen zu lassen. Darum habe ich den Skimmer an die WLAN-Steckdose angeschlossen, mit der auch das Licht gesteuert wird. Das müsste im Normalfall ausreichen, um die Oberfläche sauber zu bekommen. Ein Link zur WLAN-Steckdose findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Wenn man die Packung nun öffnet, findet man wie immer bei Juwel ein Quick Start Guide, der wie immer kurz und knapp erklärt, wie dieses Produkt eingesetzt wird. Es gibt natürlich zwei Methoden, wie man ihn einsetzen kann. A für ein Bioflow-Filter oder B für alle Aquarien. Die nötigen Utensilien für die Verwendung an allen Aquarien befinden sich unter der CD und werden auch diesmal nicht von mir ausgepackt, sondern kommen eventuell einmal in einem anderen Video zum Einsatz, falls ich den Skimmer einmal in einem anderen Projekt verwenden werde. Als nächstes sieht man nun den Skimmer inklusive der Aufhängung für den Bioflow-Filter. Das Kabel sollte ca. 1,5 Meter lang sein und die Zange benötigt man zur Reinigung der Pumpe. Ansonsten ist nur noch der Papierkram in der Schachtel, den man eigentlich nie braucht und bei mir meistens in der Schachtel bleibt, bis er nach Jahren entsorgt wird. Nun geht es an die Einzelteile. Rechts haben wir nun die Aufhängung für den Bioflow-Innenfilter, diese muss einfach zusammengesteckt werden. Als nächstes nehmen wir das Gehäuse des EcoFlows und geben den Regulierer für den Skimmer in die oben vorgesehene Öffnung. Hier kann man mit Drehen auf Plus oder Minus den Durchfluss regulieren. Leider sieht man das hier in diesem Video nicht zu 100%. Aber wir richten ihn nun auf 100%, da wir ja die Kammhaut entfernen wollen. Anschließend wird das Skimmer eingesteckt. Hierbei bitte auf die Kerbe auf der Innenseite des Regulierers achten. Denn nur wenn diese genau drinnen ist, sich das Skimmer an der Wasseroberfläche anpassen kann. Sollte diese nicht übereinstimmen, steckt das Skimmer fest. Als nächstes nehmen wir die EcoFlow 300 Pumpe und installieren diese in den unteren Teil des Gehäuses. Bitte entschuldigt, wenn es diesmal ein bisschen tollpatschig aussieht, aber es ist nicht so leicht, dies alles über ein Display durchzuführen. Wenn die Pumpe eingerastet ist, muss man dann nur noch die Aufhängung anbringen und es kann losgehen. Am Aquarium angekommen, installieren wir nun den Skimmer am Filter. Hier gibt es zuerst einmal zu beachten, dass das Skimmer richtig angebracht wird. Dazu die Aufhängung bitte nicht am oberen Teil des Filters anbringen, da ansonsten der Skimmer über der Wasseroberfläche ist und dies eher kontraproduktiv ist. Einfach den Skimmer in den Zuflussritzen befestigen und dann kann man ihn auch nach unten drücken, dann müsste das Skimmer auch gleich oben aufschwimmen. Das Kabel werden wir anschließend noch richtig verlegen, damit die Optik nicht allzu sehr gestört ist. Und nun den Skimmer einfach an den Strom anschließen und abwarten. Man sieht schon gleich am Anfang, dass die Oberfläche nun abgesaugt wird und die Kammhaut nun in den Filter transportiert wird, wo sie dann gefiltert wird und somit aus dem Becken verschwinden sollte. Ich bin auch sehr positiv überrascht, wie leise dieses Skimmer arbeitet, da dieses Becken ja bei uns im Schlafzimmer steht, ist dies ein sehr wichtiges Kriterium. Aber wie vorher schon im Video besprochen, werde ich den Skimmer sowieso nur zeitgleich mit dem Licht laufen lassen. Nach kurzer Zeit sah mein Becken dann wieder perfekt aus und die Kammhaut war auch verschwunden. Aber warum die Kammhaut überhaupt zustande kam, wurde mir nach Abschluss der Dreharbeiten bewusst. Meine automatische Dosierpumpe hatte sich leider verstellt und hat täglich zu viel Dünger ins Aquarium gelassen. Somit hatte ich ein Überangebot an Nährstoffen, die sich in Form von einer Kammhaut gezeigt haben. Dieses Problem wurde nun von mir behoben und ob dieses nun wiederkommt, wird die Zukunft zeigen. Alle von mir verwendeten Produkte findet ihr natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Und falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du kein Video mehr verpassen willst, abonniere doch einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, stay at home, gesund bleiben und noch einen schönen Tag. Euer Daniel.